I like to mow it, mow it. 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 Yeah! Hallo Rasenfreaks, herzlich willkommen! Ja, zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir werden heute die Live-Session zum Aufbau meiner Groomer-Einheit hier bei meinem E-Flex, bei meiner E-Flex-Spindeleinheit fortsetzen. Und jetzt seid ihr leider nicht live dabei, sondern es ist nur ein Video. Es war eine sehr, sehr coole Erfahrung, mal live zu gehen. Total cool, hat mir echt Spaß gemacht. Euch hat es, glaube ich, auch echt Spaß gemacht. Das werden wir auch wiederholen. Mal gucken, was wir da noch so jetzt als nächstes bringen. Heute mal also nicht live, sondern schön geschnitten auf Video für euch. Ja, wir machen jetzt hier die Spindeleinheit fertig und dann werden wir natürlich mähen. Wir werden das erste Mal mit der Groomer-Einheit vorne mähen. Mega spannend. Viel Spaß dabei. So, jetzt werde ich jetzt noch meine Hände schützen. Alles ganz wichtig ist immer Hände schützen. Und dann können wir loslegen. Ja, erstaunlich wie dreckig schon die Spindel wieder hinten in dieser Struktur ist vom Druckgussgehäuse. Da hängt der ganze Grasschnitt drin. Unglaublich. So, das scheint jetzt alles hier richtig zu sein. Das gucken wir uns nochmal genau an. Aber das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja, wir werden jetzt nochmal vorne die Frontrolle wieder abbauen. Wir haben hier die Höhenverstellung vergessen. Oh Mann, ey. Das sind diese beiden Elemente hier. Die haben wir vergessen. Die muss aus der alten Höhenverstellung rausgeschraubt werden und in die neue dann reingeschraubt werden. Also muss ich das nochmal komplett abbauen. Nicht so schlimm. Und ja, dann müssen wir nochmal alles auf Drehmoment anziehen. Das fehlt noch. Sauber hier die Drehmomente auch einzustellen. Da müssen wir die Höhe einstellen. Das ist echt unglaublich, wie scharf das Zeug ist und wie dicht die Groomer-Einheit hier am Messer vorbeiläuft. Wahnsinn. Was haben wir eigentlich hier von Abstand? Ich denke mal, das ist die 9, ne? Ja, das sind tatsächlich die 9. Das heißt, wow, das ist der kleine Abstand zwischen den Messern. Man könnte auch noch hier eine Klinge rausnehmen. Das ist also auch veränderbar, dass man hier die Anzahl der Messer verändert, also breiter oder schmaler schneidet. Das ist jetzt hier der enge Messerabstand, 9 mm. Und dieses super scharfe Messer, dieses sehr spitze Messer auch, das hat so eine Sägeprofilierung, kann man fast sagen. Dieses sehr dünne, scharfe Messer hat 1 mm. 1 mm, 9 mm Abstand zwischen den einzelnen Messern. Uiuiuiui. Ganz vorsichtig. Sehr gut. Jetzt machen wir erstmal sauber hier. Das ist ja gruselig. Ja, das ist natürlich der Betrieb. Ja, Wartung ist natürlich etwas ganz Wichtiges. Die hat ja nun immerhin auch schon 1370. Was sind das hier? 1370. Stunden hinter sich, 1370. Ich habe sie ja völlig zerlegt. Das könnt ihr ja gerne mal in meiner Playlist euch anschauen zum E-Flex vom Kauf über die Zerlegung, der komplette Neuaufbau, der Umbau auf die 8 Messerspindel. Da hatte ich ja schon im Live-Video gesagt, dass das besser wäre. Sie würde noch ein bisschen langsamer laufen, die 8 Messerspindel. Ich hatte mir extra so eine App runtergeladen. Ich
kann ja mal die Drehgeschwindigkeit der Spindel ermitteln. Da gibt es nämlich eine relativ komplizierte Formel von Toro, wie idealerweise die Spindelgeschwindigkeit zur Schnitthöhe einzustellen ist. Also das ist ein Verhältnis aus Fahrgeschwindigkeit, Schnitthöhe und Spindeldrehzahl, um den idealen Schnitt zu erzeugen. Ganz, ganz tolles Video ist das sogar, wie man so eine Spindeleinheit idealerweise einstellt. Na gut, okay. Also, wir nehmen jetzt hier wieder die Splinte raus, schön vorsichtig. Zack, Splinte wieder raus, diese feinen, ganz feinen, süßen Splinte. Schmeißen wir da raus. Mann, das sind echt so wirklich, also so filigrane Splinte habe ich auch noch nicht gesehen. Dann kippt die jetzt hier runter, wenn ich die jetzt löse. Aber ich muss da noch mal ab, ich muss ihn noch mal abschrauben. Dann mache ich erstmal die Frontwalze runter. Alles nur ganz leicht festgezogen. Weil wir das nur mal zusammengesteckt haben am Ende des Live-Chats. So, zack, Frontrolle. So, jetzt wird das wahrscheinlich kippen. Jetzt ist ja egal, ich kipp das jetzt mal. 16er, der berühmte 16er. Das ist nun erstaunlicherweise hier ein metrisches Gewinde und kein Zollgewinde. Zack, wenn es runterfällt. Ganz vorsichtig. Ja, passiert nichts. Passiert nichts. Jetzt stecken wir hier die. Kann man mal schön einölen. Zack. Die Höhenverstellungsschraube rein. So, dass das wieder gleich passt. Boom, Baby. Oh, jetzt wird ein Schuh draus. Zack, wieder rein. Jetzt passt er. Gut. Also Sie schreiben, dass man erst die Höhe einstellen soll und dann diese Grumer-Einheit final hier festschrauben soll. Also wir lösen jetzt nochmal die Schrauben ganz leicht, damit sich nichts verspannt. Dann erst sauber die Höhe einstellen. Dazu müssen wir was machen noch. So, und jetzt machen wir die andere Seite. So, lösen. Lösen natürlich. Lösen wäre eine Lösung. Lösen wäre eine Lösung. Da rutscht sie schon runter. Nein. Rutscht sie weg. Zack. Ein bisschen Öl drauf. Sehr schön. Sehr schön. Zack, reingeschraubt. Oh, herrlich. Smoothie. Traumhaft. So, jetzt sitzt er. Jetzt hier noch ein bisschen Igitt. Die ist ja dreckig. Igitt. Ja, gar nicht. Das war wieder oberschlau von dir, Andreas. Oberschlau. Oberschlau, also wirklich unglaublich. Sensationell, der Andreas. Jetzt hat er das da reingeschmissen. Oh Mann, ey. Geht natürlich nicht da durch.
und rühre es ganz vorsichtig. Ich glaube, sie rollt hoch. Oh Mann! Wahnsinn. Wahnsinn. Na du? Willst du mein Auto jetzt haben? Nee. Nee, nein. Okay. Ich mach das jetzt nicht. Ich habe heute anderes zu tun. Rolle wieder drauf. So, jetzt ziehe ich die erstmal an. Damit die Rolle auch sich nicht verspannt. So. Cool. So. Nicht zu fest. So, okay. Jetzt haben wir hier noch so eine coole Schutzvorrichtung. Das sind einfach nur zwei Elemente, die werden jetzt hier reingeschraubt, um diese Einheit zu schützen. Das ist eine Montagepaste, die dafür sorgt, dass diese Schrauben nicht festgammeln. Da setzt sich natürlich Wasser rein, aller möglicher Mist. Und deswegen verwendet man so eine Montagepaste und damit rostet das dann nicht fest. Hoffen wir. Gut, fest. Okay, super. Schutzvorrichtung. Sehr cool. Ja, dann können wir ja jetzt schon hier die Höhe neu einstellen. Das ist doof, dass das eben gerade nicht passt. Ich muss hier nochmal ein Stück absägen. Na gut. Zack. Sehr schön. Das wollte ich immer schon mal machen. So, ich habe jetzt die hier abgesägt, damit dieser Schraubenkopf hier auf der Untermesserschneide liegt. Und jetzt liegt hier schön frei diese Platte, die symbolisiert ja den Boden, diese Platte unten an. Und jetzt schraube ich oben. Come on. Lösen wir jetzt die Schrauben hier. So. Und jetzt schrauben wir die ganze Einheit runter gegen die Platte gegen. So, jetzt kommen wir langsam gegen die Platte gegen. Zack. Zack. Jetzt steuern wir. Andere Seite. Reinhängen. Scheuern. Mal hier kontrollieren. Das ist ein bisschen zu viel. Scheuern. Ja, so macht das ja Spaß. Sehr gut, Mitte checken. Fantastisch. Festziehen. Die Schraube festgezogen und dann muss noch mal kontrolliert werden, ob sich durch das Festschrauben noch etwas verstellt hat. So, checken wir noch mal. Ja, das hat sich natürlich getan. Interessant. Ja, es sind beide etwas hochgerutscht, also hat das noch nicht gereicht. Jetzt lösen wir wieder.
So, festschrauben. So. Andere Seite. So. Andere Seite. Gut. Okay, jetzt ist es richtig. Jetzt haben wir die untere Rolle und die obere Rolle, also die hintere Rolle und die Frontrolle, zu der Untermesserkante auf 16 mm gestellt. 16 mm, das ist die Auflagefläche der Rollen, das ist der Boden, das ist die Auflagefläche des Kopfes auf der Untermesserschneide und das sind 16 mm. So, was wir jetzt machen müssen, jetzt müssen wir den Groomer, die Groomer-Einheit, die müssen wir jetzt auf, das kann ich jetzt noch abmessen, die müssen wir jetzt hier über die Verstellung auf, ja, wir stellen sie jetzt mal auf 10 mm, 8 ist das Minimum, das ist 5, hui, oh, die muss ja wesentlich höher sein. So, jetzt hänge ich einfach hier, kann ich auch hier zeigen, jetzt hänge ich einfach hier, ich stelle auf das unterste Messer jetzt mein Lineal und stelle jetzt Pi mal Auge genau auf 10 mm. So, andere Seite auch. Also auch hier stellen wir jetzt, ich hoffe, ihr seht das gut, hier stellen wir jetzt auf 10 mm. Ah, ist das alles herrlich. 10 mm. So, 10 mm. Gut. So, also mit 5 bis 7 Newtonmeter, das ist ja wirklich nicht viel. Und da kommt jetzt noch so eine Gegenmutter drauf. Okay. 5 bis 7 Newtonmeter. Das ist wirklich nicht viel. Jetzt kommt hier eine Gegenmutter drauf. Da auch. Um nochmal das Ding zu sichern, okay. Jetzt habe ich 7 Newtonmeter. Huch. Ach, schon viel zu viel. Viel zu viel schon. Das ist ein Hauch von nix, ey. Ja. Okay, aber nur eine Sicherungsmutter. Gut. Jetzt kontrollieren wir nochmal die Groomer-Höhe. 10. So, fertig. Sensationell. Bin ich fertig. Das ist festgezogen. Die Höhe ist eingestellt. Die sind festgezogen, die sind festgezogen. Habe ich irgendwas vergessen? So, das läuft jetzt wunderbar hier. Das sind echt 5 mm. 5 mm an der Spindel vorbei. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ich muss jetzt noch mal diese Schraube hier noch mal endfest ziehen, aber für den ersten Test sollte das reichen. Schön aus den Beinen. Ach ja. So, zack, die Eider darunter. Oh, das ist so geil, ehrlich, wie dieses Ding hier draufzusetzen ist. Das ist einfach. Das ist grandios. Das ist absolut grandios. So.
So. Gut. Und jetzt darf man natürlich hier diese Hülse nicht vergessen, sonst gibt es gleich Ärger. Kommt sie? Ja. Gummihammer. Vorsichtig hier ganz reinschlagen. Sehr schön. Ganz drin. So, Freaks. Heidewitzka, ey. Wir haben es montiert. Es ist fertig. Sensationell. Sensationell. Boah. Die kleine Gruma-Einheit davor. Jetzt wollte ich noch mal gucken, wie das mit dem Fangkorb aussieht. Genau. Boah, der geht da völlig schmatzensaugen drüber. Ach, das ist ja unendlich viel Platz. Überhaupt kein Problem. Cool. Überhaupt kein Problem. Ja, dann machen wir mal einen Stecker rein. Klack. An. So, und jetzt schalten wir ein. Jetzt schalten wir ein. Welche Stellung auch immer. Vorwärts. Rückwärts. Ja. Freaks, raus! Stecker aus, Stecker, Sicherheit, Handschuhe, Messer prüfen. Messer halt immer im eingebauten Zustand prüfen. Ein mehr. Nee, noch ein. Okay, guck an. Gut. Ja, das ist gut. Meine Frau hat gestern Abend noch an der Südkante hier die Eichen alle aufgehakt. Deswegen sieht das hier so gut aus.
Wunderbarer Schnitt. Was mir auch gut gefällt, ist, dass jetzt die Auflagefläche der Spindel ein bisschen breiter ist. Die läuft wirklich besser geradeaus jetzt. Erstaunlicher Nebeneffekt. Die läuft viel besser geradeaus, die schwimmt weniger, weil der Abstand von hinterer und vorderer Rolle jetzt größer geworden ist. Echt cool. Krass, ey. Schön über Deckung fahren. Flamingos nicht übermangeln. Oh, Leute. Mähen in Perfektion. Unglaublich. Man muss ein bisschen vorne aufpassen, dass der Deckel vorne von der Einstelleinheit, der steht ein bisschen weit raus. Ein bisschen vorsichtiger sein, wenn ich jetzt irgendwo an Bäumen oder so vorbeifahre. Oh, Mann. Der gerade Auslauf ist deutlich besser geworden. Unglaubliches Ding hier. Es ist sensationell. Heißes Ding. Jetzt bin ich mal gespannt, ob meine querlaufenden Halme hier wirklich besser weggeschnitten werden. Und das, wo die Saison jetzt zu Ende geht. Ich halte es nicht aus. Wie soll ich das überleben? Wie soll ich das aushalten? Bis zur nächsten Mähsaison. Das geht gar nicht. Geht gar nicht. Oh, da ist ein krummer Hugo. Oh, so eine Grumeinheit. Krasses Pferd. Ich mulche jetzt, weil ich natürlich keine Blüte mehr habe und weil mein Boden echt ein bisschen Nährstoffe braucht. Unglaublich. Ein herrliches Wetter. Es ist kühl. Heute Morgen nur 3 Grad. 2, 3 Grad. Jetzt sind es vielleicht 8. Keine Ahnung. Ja, die schrieben, man bräuchte noch einen Abstreifer für die Frontrolle. Mal gucken, ob ich den noch kaufe. Ja. Ja, die Frontrolle setzt sich ziemlich zu. Okay. Das ist natürlich die Schnitthöhe. Knack. Das ist der Wahnsinn hier. Diese Flamingos habe ich übrigens von Mojobs geschenkt bekommen. Danke, Mojobs. Ja, Flamingos beim Rasenfreak. Connor Ward, wir kommen. Ja, lieber Rasenfreaks, das war's soweit. Ich bin schon mal sehr beeindruckt. Wir müssen jetzt natürlich mit Vorwärts, Rückwärts, Höhe experimentieren. Im Herbst wird das jetzt nicht mehr alles gehen, aber das nächste Frühjahr kommt und wir freuen uns darauf. Bleibt dran, abonniert mich gerne, wenn ihr mögt.
gebt mir einen Daumen, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich. Macht's gut. Tschüss. Yeah.